Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C-Sharp. So, weiter geht's nicht mit Interfaces, aber mit so Vererbungsgeschichten und so weiter. Und mir ist aufgefallen, ich habe ein bisschen vorausgegriffen mit den Interfaces. Deswegen, ja, ihr kennt eigentlich das meiste schon, nämlich das Überladen oder das Vererben von Methoden. Hier, diese Methode wird ja vererbt in das hinein, also in diesen Hund von dem Eigewicht. Ich mache das hier gerade nochmal raus, damit es ein bisschen übersichtlicher. So. Keine Mehrfachvererbung mehr. Okay, so. Also, diese Methode laufen wird vererbt. Und zwar in unseren Hund hinein und in unsere Katze auch. Und hier drin überschreiben wir diese Methode einfach. Und genau das ist, das nennt sich Polymorphismus. Das heißt, ihr könnt das Ganze eigentlich schon. Nur, dass man das auch noch mit Klassen machen kann. Also Class, Tier oder Class, iTier. Sagen wir einfach mal Class, Tier dazu. Und die definiert mir auch eine Methode laufen. Allerdings darf ich jetzt, da es eine Klasse ist, hier auch einen tatsächlichen Körper reinschreiben. Console.WriteLine. Laufen. So. Und diese Laufen-Methode hier. Ach so, ja, kein i-Tier mehr, sondern nur noch ein normales Tier hier unten. So. Und diese Methode laufen. Die wird jetzt auch vererbt. Das heißt, würden wir hier nichts machen, so, dann hätte unser Hund trotzdem die Möglichkeit zu laufen. Dann würde sich das Ganze einfach nur so, dann würde das alles nur so aussehen. Ach ja, hier Gewicht muss natürlich raus. Und hier muss wieder laufen rein. T.laufen. Ich kann heute wieder mal nicht tippen, tut mir leid. So, und jetzt müssen wir das Ganze hier oben tatsächlich noch als public definieren. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, alles, was ich wollte. Und zwar dieser Hund hier. Also wir haben jetzt hier zwei Katzen drin, für die, die das letzte Mal nicht zugeguckt haben. Und einen Hund. Und dieser Hund hat die Methode Laufen automatisch vom Tier vererbt bekommen. Weil das ja jetzt eine Klasse ist, dürfen wir das machen. Beim Interface mussten wir das auch noch implementieren, dann tatsächlich im Hund drin. Aber da es eine Klasse ist, das kennen wir ja alle schon, alles ganz normal. So, wenn ich jetzt hier das aufrufe, dann passiert Folgendes. Und zwar wird jedes Mal hier oben diese Tier.laufen-Methode aufgerufen. Die hier. Weil der Hund bekommt sie direkt vererbt und bei der Katze muss ich noch was machen, damit sie sie überschreibt. Das heißt, diese Katze möchte jetzt nicht mehr einfach nur laufen, sondern auch noch dazu mouncen. Und deswegen ist diese Methode hier übrigens auch grün, denn wir müssen vorher noch was machen. Und zwar nicht, wie uns hier der Compiler irgendwie vorgibt, von wegen, ja, verwende das new-Schlüsselwort. Nein, wir sagen hier oben einfach, okay, das ist eine virtuelle Funktion. Das heißt, wir schreiben hier public virtual void laufen. Das macht man mit allen Funktionen, die irgendwie eventuell überschrieben werden sollen, später mal. Und ja, dann wird quasi hier definiert, okay, wir können diese Methode überschreiben. So, jetzt haben wir aber hier unten immer noch nur eine normale void laufen. Jetzt brauchen wir hier noch ein Schlüsselwort, dass wir die auch tatsächlich mit Absicht überschreiben wollen. Also bei Java funktioniert das alles automatisch, falls ihr meine Java-Videos schon gesehen habt. Bei C-Sharp kann man das alles tatsächlich steuern. Und deswegen schreibt man hier public override void laufen. Das heißt, wir definieren jetzt hier tatsächlich, okay, wir wollen diese Methode laufen, echt überschreiben. Und wir wollen, dass die hier ausgegeben wird und nicht die da oben. So, und jetzt ist auch mein Fehler verschwunden. Wenn ich jetzt hier auf Starten klicke, dann kommt Mounted dazu, Laufen, Mounted dazu. Das Laufen liegt daran, dass wir hier einen Hund haben. Der nimmt immer noch die Methode von hier oben, ganz einfach, ganz easy. Aber der braucht hier irgendwie nicht noch, dem muss man jetzt hier auf jeden Fall keine Laufen-Methode mehr definieren. So, und die Katze, die nimmt jetzt hier die da unten, diese Methode, denn wir haben hier gesagt, okay, wir wollen was überschreiben und wir wollen das Ganze virtuell überschreiben. Zu diesem Virtual könnte ich ein eigenes Tutorial machen, mindestens 5 Videos wahrscheinlich lang. Wenn ich jetzt, ups, ja, es führt noch aus, ich weiß. Wenn ich das Ganze jetzt hier weglasse, dann passiert Folgendes. Wir kriegen einen Fehler, das ist schon mal ganz nett. Ja, wenn wir früher das gemacht haben, dann gab es keinen Fehler.
Und ich bin dankbar, dass sie es mittlerweile eingeführt haben. Ich dachte, es gibt immer noch einen Fehler. Es gibt immer noch keinen Fehler und es funktioniert. Es gibt einen Unterschied zwischen Virtual und nicht Virtual. Und ja, mal gucken, wenn ihr ganz, ganz viel Interesse habt, dann schreibt mich hier drunter, dann mache ich dazu wieder so fortgeschritten oder Profi-Videos, wie in Java auch. Okay, den Fehler hier unten einfach am besten ignorieren, der verschwindet, wenn wir das Ganze starten. Gut, jetzt ist er weg, das sieht schöner aus. Also nochmal ganz kurz, wenn ihr der Entwickler der Oberklasse seid, dann definiert ihr alle Methoden Virtual, die überschrieben werden, die möglich sein sollen zum Überschreiben. Also die andere Leute mit ihren Unterklassen von Tier oder von eurer Oberklasse dann überschreiben dürfen. Und wenn ihr Schreiber der Unterklasse seid, dann schreibt ihr Override, falls ihr eine Methode überschreiben wollt. Und ja, wenn ihr nicht wollt, dass jemand von eurer Klasse erbt, dann schreibt ihr einfach Sealed rein. Also sowas wie Public Sealed Class Tier. Und dann haben wir hier einen Fehler, denn wir können nicht mehr hiervon erben. Also wir dürfen tatsächlich nicht mehr, weil es gibt jetzt keine Unterklassen mehr zu Tier. Deswegen geht hier das da unten auch nicht mehr. Es gibt keine Unterklassen mehr zu Tier, weil niemand von Tier erben darf. Das heißt, das hier ist schon illegal. Und das kriegen wir überhaupt nicht richtig mit, denn die Klasse ist einfach nur sealed. Ja. Gut, ein letztes möchte ich euch noch zeigen. Dann sind wir hier mit dem ganzen Polymorphismus-Gedöns durch. Dann wird es wieder ein bisschen praktischer, wobei auch nicht wirklich. Auf jeden Fall, ja. Ich möchte euch noch zeigen, abstrakte Klassen. Abstrakte Klassen sind sehr ähnlich wie, wie Interfaces und schreiben sich auch dementsprechend fast gleich. Man schreibt einfach die Methode, sagen wir einfach mal, wie war das mit dem Gewicht? Wir hatten ein int Gewicht gegeben oder Gewicht, Klammer, Klammer. Und Semikolon. So, und ich mache das Sealed hier mal wieder raus, denn abstrakte Klassen dürfen niemals Sealed sein, weil man muss abstrakte Klassen, genauso wie Interfaces, muss man sie erben, sonst machen die keinen Sinn. Und wenn ich eine Klasse Sealed mache, dann bedeutet es, ich darf nicht davon erben. Also Sealed und abstrakt ist sozusagen Widerspruch, so ein bisschen. Genau, also wir haben jetzt hier ein Int-Gewicht, eine Methode und haben hier hinten dran Semikolon gemacht, das bedeutet, diese Methode ist abstrakt. Wenn ich das jetzt hier starte, dann sehen wir, oh, wir haben einen Fehler. Und zwar warum? Naja, wir müssen es noch kennzeichnen, dass wir das mit Absicht gemacht haben, dass wir nicht einfach zu blöd waren. C-Sharp ist da wirklich sehr hilfreich und sagt, okay, willst du es wirklich so machen? Bist du dir ganz sicher? Okay, dann mach mal, aber schreib es hin. Und ja, das heißt, wir müssen jetzt diese Klasse hier als abstrakt markieren. Also sagen wir einfach public abstract class. Und dann ist alles gut. Das bedeutet einfach, diese Klasse enthält eine Funktion, die abstrakt ist. Also was abstrakte Funktionen sind, habe ich euch ja schon gesagt. Einfach nicht den Rumpf definieren, sondern Semikolon hinten dran machen und dann habt ihr eine abstrakte Klasse. Ist fast so wie ein Interface, nur dass das hier auch erlaubt ist. Das bedeutet, ich darf manche Methoden implementieren, aber ich muss nicht. Manche Methoden sind dann abstrakt und manche sind halt nicht abstrakt und ich darf hier oben auch ein Integer oder sowas, also wie bei einer normalen Klasse, ich darf jetzt hier alles hinschreiben, ich darf auch schreiben int abc gleich 5, das darf ich sogar auch schreiben, also hier tatsächlich was zuweisen. Was ich jetzt allerdings noch für ein Problem habe, ist folgendes, und zwar dieser int Gewicht hier, lasst uns das vielleicht mal mit der Laufen-Methode machen, nicht mit dem Gewicht. Ihr wisst jetzt, dass man manche Methoden implementieren darf und manche nicht. Und ich möchte jetzt ganz kurz, damit es einfach schneller geht, hier oben das hier definieren. So, wir müssen jetzt Folgendes machen. Wir müssen diese Methode auch noch als abstrakt definieren. Denn wenn ich einfach nur public void laufen schreibe, dann passiert Folgendes. Wir kriegen hier die Meldung, dass sie nicht abstrakt ist. Ja, genau. Dass ich sie nicht überschreiben darf, erstens mal, weil ich hier override geschrieben habe. Und dass sie nicht als abstrakt definiert ist. Und das müssen wir als erstes mal machen. So, jetzt haben wir hier abstrakt drin stehen und hier abstrakt drin stehen, damit wir auch ganz sicher wissen, dass das alles hier abstrakt ist. So, und wenn ich das jetzt ausführe, dann kriege ich hier noch den Fehler, dass diese Methode hier nicht überschrieben wurde. Und Achtung, anders als bei Interfaces braucht man hier dieses Schlüsselwort Override. Ich kopiere das einfach mal hier hoch.
Man braucht dieses Override, ansonsten wird es nicht als überschrieben definiert. Ich zeige es euch einfach kurz mal. So, und jetzt haben wir hier unten den Fehler. Implementiert den geerbten abstrakten Member laufen nicht. Ja, aber wir haben doch hier ein Laufen drin. Naja, wir müssen tatsächlich reinschreiben. Okay, wir wollen den jetzt überschreiben. Anders als bei Interfaces, man muss es wirklich explizit schreiben. Ich will hier Override aufrufen. Oder halt, ich will Laufen überschreiben und dann ist erst alles okay. Und dann erst wird das Ganze ausgeführt und wir können das normal machen. Ja, ziemlich kompliziert, aber es schützt euch vor so manchem Fehler und vor allem für Einsteiger ist es ziemlich freundlich, finde ich. Und ja, wenn ihr das erste Mal mit irgendwelchen abstrakten Klassen oder sowas arbeitet, es ist eine gute Möglichkeit, wie man zum Beispiel manche Sachen implementieren kann und manche nicht. Das heißt, man nimmt keine Interfaces, man kann hier sogar schon ein paar Variablen definieren und dann hat man halt seine Unterklassen und das hier geht immer noch. Ziemlich cool eigentlich, wenn man so einen gemixten Typ hat. Was nicht geht, ist Mehrfachvererbung. Da braucht man tatsächlich Interfaces. Denn ich könnte jetzt hier mir eine zweite abstrakte Klasse definieren und dann den int abc in die andere schreiben und dem 10 zuweisen und das Problem hatten wir ja schon. Also Mehrfachvererbung geht nicht mit abstrakten Klassen, alles andere geht. Gut, das war jetzt ein Monster-Video, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Ansonsten schaut es euch einfach nochmal an und übt ein bisschen damit. Und ja, nächstes Mal geht's ans Operatoren überladen. Ich glaube, das wird wieder relativ angenehm. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.